schon gemacht. Ja, fuck, ja, okay. Aber ich bin diese Season nicht so gut. Bin nicht gut drauf im Moment. Hab mal wieder so eine Phase, wo es halt gut läuft. Und dann wieder so, wo ich nur auch verliere. Okay. Gibt's keinen Chat mehr? In der, ach doch, da. Ja, das finde ich auch voll scheiße. Die haben es mit den Chats echt scheiße gemacht. Das war früher viel besser, definitiv. Ja, da hattest du für alle schön ein eigenes Fenster. Genau, da bist du da ein Chat und da ein Chat. Das war viel mehr wichtig, ja. Jetzt musst du dann, gehst in den Chat rein und dann tap, 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 tap und bist irgendwann mal fertig, bist du. Oh, es geht los. Ist das BO1? Also ja, BO1. Okay, nur Finale besser frei, oder? Genau. Okay. Ich glaube auch, die werden. Ich glaube, das ist schon das vorgezogene Finale. Also, dass die sich im Finale auch wiedersehen werden. Glaubst? Ja, ich glaube, Johnny ist doch gut genug, dass er die aus dem Loser Bracket schlägt. Bist du sicher? Naja. Also mit Neo Team zusammen. Wie dem auch sei. Gut, bitte, fang an. Ich? Gut, dann halt nicht, oder fang ich an. So, rechts unten gespawnt, die beiden in Rot. Und zwar haben wir hier den roten Terraner hier meinerseits, den BPX Johnny und seinen Teamkollegen, den Neodym. Und die beiden spielen gegen die links oben gespawnten Protoss und Terraner, auch von Team BPX, Jet Li und Adai. Ja, das ist quasi hier ein BPX Bitchfight, Clanfight oder wie? Das wird echt interessant. Hast du einen Favoriten? Für dieses Game? Ja, immer noch. Ich glaube, dieses Game ist wirklich noch das ausgeglichenste. Also ich glaube, es können beide gewinnen, es können aber auch beide verlieren. Ja, ich persönlich sehe Jet Li und Adai ein bisschen vorne. Ja, das glaube ich auch, aber wenn Neodym spielt, soweit ich weiß, ja ganz okay. Adai ist ja jetzt schon länger auch nicht mehr so aktiv, also ich weiß es nicht. Ja, es ist schwer zu sagen in diesem Game. Ich finde, ich glaube auch, dass dieses Game ziemlich even ist, keine Frage. Ja, da muss ich dir echt recht geben. Ich glaube auch, dass wir diese beiden dann im Finale auch nochmal sehen. Ich glaube, dass sich der Verlierer von dieser Partie auch durchs Loser Bracket nochmal durchschlagen wird. Ist auch so meine persönliche Vermutung. Aber gut, wir werden es sehen, ne? Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Wer hätte es gedacht, dass ich mal nach dir komme? Das ist auch passiert. Also von daher. Kann ich eigentlich die Farben irgendwie umstellen? Ja, du kannst mit Alt-F kannst du umstellen, dass du Rot und Blau hast. Ne? Ah, ja. Nee, das wollte ich ja weghaben, dass ich die einzelnen Farben sehe. Ja. Genau, so ist es besser. Okay. Mal gucken. Oh. Da kommt eine Hidden Base von Neodym. Ja. Was? Und ein Reaper sind wir hier von Johnny. Ja, und ein Stargate war auf beiden Seiten. Die haben sich abgesprochen, ich sag's dir. Okay, das sollte Jet Li eigentlich mit seinem Adept zur Hilfe kommen. Aber er schickt ihn einfach rüber. Scheiß auf Adept. Da kommt das Oracle auf Seiten von Jet Li, der spielt einfach den Gateway All-In.
Also Gateway Stargate. Hat Stargate Modus noch zwei weitere Gateways, hat dann insgesamt vier Stück. Und dann wird er einfach mit Oracles, oder ich denke, er wird danach Voidwave bauen und wird dann einfach zurück. Oh, Adai baut schon den ersten Liberator. Meine Ein kleinen Fetisch dafür, oder was? Oh, da ist schon das erste Oracle. Ja, das 6 sammelt Kills, auch gut 7. Kills, ne? So, drei Barracks, eine Factory, was haben wir hier? Ein Stargate, zwei Gates und eben die Hidden Base. 1, 2, 3, 4 Gates werden jetzt ausgeklappt und 1, 2 Gates, 2 Oh, das Barracks. zweite Oracle war misrelayed von Dreadly. Echt, das habe ich jetzt nicht gemerkt. Das zweite Oracle ist direkt in den In Rocket Missile Tower Turret geflogen, geflogen von okay. Johnny, ja. Okay, wir haben Oh, da kommt Relief. Johnny baut ein Cycle. Ja, ein Echt? Cycle. Ich weiß nicht, ob das nicht sogar. Doch, das ist sogar, glaube ich, eine gute Idee. Gegen Air ist er ziemlich gut. Mit dem Upgrade später noch. Also macht echt viel Schaden gegen die Upgrades und gegen Mech auch echt gut, weil du kommst halt nicht ran und kannst ihn einfach nicht angreifen. Aber ich denke, Adai wird sich jetzt hier vor der Base siegen und dann. Oh, er sollte den Liberator ausklappen. Nee, das würde ich gar nicht machen, weil so hat er den Liberator gegen er. Weil an die Tanks traut sich jetzt eh keiner ran in der Early Ah, Game Phase. stimmt. Das passt schon so. Das würde ich auch schon machen. Hat den Liberator Johnny. sowieso nur für die Vision. Dann. Oh, das CC von Johnny wird angegangen. Oh, das sieht nicht gut aus für die beiden. Wenn er die Tanks jetzt ziehen würde, der Adai, aber macht er nicht. Okay, jetzt. Overcharge. Hallo. Du hast da zwei Pfeile. Overcharge. Oh, okay. Oh, das sieht. Ja, ich denke, sie werden das hier nochmal halten, aber ich glaube, sie werden einfach zu viel verlieren. Aber sie haben beide schon eine Echse. Und die anderen bei und Jet Li ist noch auf Wormbase. Und wie wir wissen, ist seit Legacy Wormbase nicht mehr so gut. Du musst irgendwann expandieren. Die Okay. Probes hier finishing the tank. Ja, aber die Hidden Base rettet den echt den Arsch. Die wissen nichts davon. Ja. Adai, Jetli, ne, sie haben keine Ahnung. Adai wird jetzt auf die Echse setzen. Jetli setzt jetzt die Echse an der Goldbase. Vier weitere Barracks von Adai. Bin gleich durch für Johnny. Mal gespannt, wann von Team Johnny der erste Push Jetzt rüberkommt. wissen sie Die es sind jetzt aber. auch. Sie wissen jetzt von der Hidden Base. Jet Li hat soeben gescoutet. Hat er? Ja, hat er. Er hat Oh, einen Adept okay. dahin geschickt. Oh, das war gut. Das war aber auch. Oh, das wird jetzt böse. Wenn er in die Tanks reinläuft, wird er. Das wird. Warte, ich denke. Er muss den Mothership Core auf jeden Fall nachbauen. Dann, das ist echt. Photon overpowered ist einfach. Hier, gerade mit den. Er hat drei Pylons, der kann drei Pylons overchargen und dann kommst du da. Wenn du nicht wirklich richtig viel hast, kommst du da nicht durch. Jetzt baut er wieder Phönixe gegen die. Was eine echt gute Wahl ist, weil Jet Li immer noch weiter Oracles baut.
Irgendwie der Johnny Space fliegt immer hin und her, keine Ahnung, was die macht. Okay. Ah, da ist Stimme ist erst halb durch. Aber er hat halt die Echse schon am Laufen. Nein, das Game ist noch nicht entschieden, ist auch das ist noch ziemlich ewig. Wenn man mal sagen. Auch aufs, aufs Income guckt, sieht man Adai einfach. Adai hat das Stopp, hat das Dreifache von Johnny. Ja. Ja, sogar mehr als das Dreifache. Okay, da war noch mal ein Oracle in der Base. Ja, hat aber nur zwei Kills gemacht, das hat schon gepasst. Aber hier ein Drop von Adai, ne, Blödsinn. Reiten die hier so einen kleinen Push vor oder auch nicht? Aber da weiß selber noch nicht, was er machen soll damit. Oh, sie sollten aber jetzt. Jetzt ist noch der Moment gerade, wo es gut für sie aussieht. Johnny hat mehr Tanks. Und er hat den Stim und er hat den und er hat Combat Shielde. Wo er da noch weit von entfernt ist, er hat jetzt gerade Stim fertig. Da kommt das Twilight Council von Jet Li. Es wird wahrscheinlich zum Plus 2. Adai, von Adai kommt jetzt Concussive Shield und Combat Shield. Weitere Tanks, Immortal von Jet Li. Er hat schön sein Mothership Core hinten gelassen. Da wird nichts gedroppt. Johnny droppt. Das Oracle, ganz auf der linken Seite steht immer noch das Oracle von EOG mit voller Energie. Wo er schreibt ihm die Robo, das ist. Oh, wenn er Concussive schicken würde, kriegt er es? Oh, er kriegt. Kriegt er vielleicht auch noch Combat Shielde? Okay, nee, das traut er sich nicht. Oh, er fliegt in. Oh mein Gott, oh, das ist nicht schlecht für Drungy. Oh, wow. Er hat ein volles Medivac verloren. Das zweite Flieger auch, aber er kann sich rausladen. Mike, jetzt kommt dein Lieblingsjunge. Der Dark Shrine auf Seiten von Jet Li. Was? Oh, ich liebe den Typen. Sehr gut. Wir sehen die Tees. Wir sehen die Tees. Endlich macht ja, das Jet Game einen Sinn. Mit der dritten, Jet Li auch schon mit der dritten Base am Start. Er hat die Goldbase in der Mitte und oben jetzt die Base. Sein Stargate steht da immer noch. Oh, aber der Fight. Wir sollten die Tanks fokussen. Oh, aber das ist kaum noch Bio für Adai. Oh ja, das sieht ganz schlecht aus für Team Johnny. Neo, also Johnny hält noch gut im Supply mit, aber Neo Doom ist einfach viel zu weit abgeschlagen und ich glaube, das ist. Ja, ich denke, das Game ist hier vorbei. Das Oracle steht da, es hat 0 Kills, volle Energie, volles Leben. Ach, da oben, von mir. Ja, ganz links an der Ecke, ja. Ja. Ja, ja Neo jetzt kommen hat auch seine die Main noch nicht fertig hier so versorgt. Die Main läuft noch immer nicht bei Neo. Oh, da kommen jetzt auch die. Ah, da kommen jetzt die DDTs, das oh, wird. Ja, die DDTs. Vielleicht siehst du Johnny. Ja! Dadurch den Missile Turret. Aber hier in der Equizer. 2 Kills, 3 Kills. Ah, da oh, hat er, sich er, noch ist, nicht er ist gut. Auch unten. Oh, okay, die gute Scans. Oh, Neodym kommt wieder. Ah, hier ist noch mal ein Drop von Adai. Oh, der Drop ist. Hat er was? Er schickt einen Reaper. Ja, ich denke, mit. Wenn dann gleich Jet Li Charge und plus 2 fertig hat. Boah, das ist mir direkt verloren. Oh, die drei Depots. Er wird alle drei verlieren. Oh ja.
Hier nochmal ein DT. Und unten schon wieder der DT. Der entkommt wahrscheinlich. Ja,